das, das, das. Dann liegt das, passt das hier perfekt. So, heute geht's um das Thema Grafiktablets. Das ist ein cooles Thema oder beziehungsweise ein kurzes Thema außerdem, denn so ein Grafiktablet macht eigentlich nur wenige Sachen, über die man gar nicht so viel sagen kann. Trotz alledem will ich euch ein Grafiktablet vorstellen, und zwar das Wacom Intuos S. Das ist ein Tablet, was ich mir jetzt ungefähr vor 4-5 Monaten gekauft habe, für gerade mal 50 Euro. Und diese 50 Euro waren wahrscheinlich die am besten investierten 50 Euro, die ich seit langem investiert habe in die Bildbearbeitung. Denn mit so einem Grafiktablet kann man so vieles machen, was ich vorher gar nicht wusste, beziehungsweise was mir gar nicht bewusst war. Und ja, wenn man viele Bilder bearbeitet, macht so ein Tablet einem die Arbeit um einiges leichter. Fangen wir mal damit an, was so ein Grafiktablet überhaupt ist und was es macht. Ihr habt hier quasi ein Blatt Papier, was ihr an den Rechner anschließt, und mit diesem Stift hier oben drauf könnt ihr dann auf diesem Blatt Papier rummalen, im ganz übertragenen Sinne. Also das ist eine Fläche, die ist druckempfindlich, und die Gestiken, die ihr hier auf dem Tablet ausführt, übertragen sich dann 1:1 in zum Beispiel Photoshop. Und genau das ist der Knackpunkt bei der ganzen Geschichte, denn es macht einfach den Workflow in Photoshop um so vieles leichter und um so vieles einfacher, als es, wenn man das mit der Maus macht. Also als wenn man mit der Maus einfach in Photoshop arbeitet. Und genau deswegen will ich einmal ganz kurz mit euch über so ein Grafiktablet reden. Wie gesagt, ich habe hier das Wacom Intuos S, ein kleines, aber feines Tablet. Das reicht meiner Meinung nach vollkommen aus, wenn ihr jetzt nicht Grafikdesigner seid, sondern nur eure Bilder für Instagram oder, weiß ich nicht, eure Webseite bearbeiten wollt. Und es geht hiermit um einiges einfacher. Ja, was ist im Lieferempfang enthalten? Das ist eigentlich nicht viel. Das ist einmal das Grafiktablet, der Stift, ein USB-Kabel, was ihr in den Rechner steckt und hier ins Tablet reinsteckt. Und ja, was müsst ihr da noch machen? Ihr müsst eigentlich nur die Software bei Wacom auf der Homepage runterladen, installieren und dann kurz ein bisschen das ganze Grafiktablet konfigurieren, was relativ easy ist und eigentlich von selber geht. Ja, und wenn ihr das getan habt, dann könnt ihr auch eigentlich schon loslegen, mit dem Stift auf dem Tablet zu arbeiten, um eure Bilder zu bearbeiten. Und das ist richtig cool, denn zum Beispiel Dutch & Burn macht mit so einem Tablet und so einem Stift viel, viel mehr Spaß und geht um einiges leichter, als wenn man das mit der Maus macht. Denn wenn ihr euch das Video zu Dutch & Burn von mir angeguckt habt, müsst ihr mit der Maus immer wieder die Deckkraft oben in dem Slider einstellen und ja, runterregeln oder hochschieben. Und das ist unwahrscheinlich mühselig und dauert einfach länger. Und mit diesem Grafiktablet kann ich einfach die Deckkraft einstellen, indem ich mehr drücke oder weniger Druck auf die Oberfläche von dem Grafiktablet ausführe. Und das macht es so einfach, dann mit diesem Tablet zum Beispiel Dutch & Burn durchzuführen. Da, wenn ich mehr Druck ausübe, einfach die Flächen, die ich anmalen möchte, intensiver angemalt werden. Und wenn ich weniger Druck ausübe, werden sie nur ganz leicht übermalt mit zum Beispiel der schwarzen Arbeitsfläche. Der nächste Punkt ist, auch bei Retuschen funktioniert das mit diesem Tablet und dem Stift um einiges leichter als mit der Maus, da ich auch hier per Druck mehr wegnehme und mit weniger Druck einfach weniger wegnehme von der Masse, die ich halt entfernen möchte oder aus dem Bild hinaus bearbeiten möchte. Außerdem sind hier oben noch 4 Hotkeys eingebaut, die man sich frei belegen kann. Zum Beispiel Alt, Entfernen, Steuerung oder Rückgängig machen. Das heißt, wenn ich hier gerade am Malen bin und einen Schritt falsch gemacht habe, dann tippe ich einfach hier oben einmal drauf und der Schritt ist zum Beispiel rückgängig gemacht oder die Ebene, die ich gerade noch bearbeitet habe, die ist dann wieder entfernt. Von daher ein mega nützliches Tool, was kein großes Geld kostet und den Workflow in Photoshop um einiges erleichtert. Der Stift ist vielleicht auch noch ganz interessant. Ihr habt hier 2 Tasten an der Seite, mit der ihr euch dann durch das Bild zum Beispiel bewegen könnt. Also wenn ich Alt drücke und mit dem Stift von links nach rechts ziehe und dabei die untere Taste gedrückt halte, kann ich das Bild zum Beispiel verschieben und so weiter. Und ja, auch diese Tasten sind frei belegbar, also eine coole Sache. Und hier hinten drin auf der Rückseite sind noch neue Minen, denn die kann man hier austauschen, weil die nutzen sich mit der Zeit ab. Also ich nutze meine erste Mine jetzt seit ungefähr 6 Monaten und die sieht auch noch wunderbar aus und wird, glaube ich, auch noch die nächsten 6 Monate durchhalten, obwohl ich tatsächlich viele Bilder bearbeite. Wie gesagt, ansonsten kann man sich die auch bei Amazon für kleines Geld einfach nachbestellen. So eine neue Mine kostet tatsächlich nicht die Welt.
Also wie gesagt, wenn ihr viel mit Photoshop am Arbeiten seid und noch nie so ein Grafiktablet irgendwie in der Hand hattet, kauft euch das Wacom Intuos S. Einen Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Ich kann es nur jedem empfehlen und ja, es war ein sehr kurzes Video heute am Sonntag, aber ich wollte euch das nicht vorenthalten, da es doch einiges ausmacht, wenn man die Bilder noch ein bisschen schneller und einfacher bearbeiten will. Und jetzt würde ich sagen, Peace. Falls noch Fragen bestehen, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das doch einfach mal jetzt. Vergesst auch nicht, bei Jasmin und mir auf dem Instagram-Account vorbeizugucken. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Und jetzt würde ich sagen, schönen Sonntag noch und bis nächsten Sonntag. Jeden Sonntag kommt nämlich um 18 Uhr ein neues Video von mir hier auf diesem Kanal. Ciao.